Diese Worte, die richte ich an Andrea Ina S. Ihr kennt Andrea alle als Hasi-Ohr. Und sie ist in der Gunst der Zuschauer zurzeit, nennen wir es mal, überpräsent, aber nicht akzeptiert. Liebe Andrea, liebes Hasi-Ohr, einen fertigen Menschen zeichnet Charakter aus. Menschen, fertige Menschen sind ihren Lebensweg gegangen. Du bist den Weg gegangen, ich gehe meinen. Der Weg des anderen muss nicht jeden inspirieren, diesen Weg auch gehen zu wollen. Jeder geht seinen Weg. Ich kann mich erinnern an eine Nacht, wo wir mit vielen Leuten zusammengesessen haben. Ich nenne sie Freunde. Du nennst sie heute Feinde. Wo eine Frau davon berichtet hat, wie schlecht es ihr geht. Eine Erkrankung, eine schlimme Erkrankung. Möglicherweise steht der Tod bevor. Man wird mit seinen eigenen Problemen, mit seinem Leben nochmal konfrontiert. Man blickt zurück und stellt fest, um es in deinen Worten zu sagen, es ist so ungerecht, ich hatte noch so viele Wünsche. Ja, wir haben dir damals geholfen, ne? Kannst dich dran erinnern? Ja. Ja, ist egal, scheiß was drauf. Ich lade auch den Scheiß hoch. Du zeigst jeden Tag einen besonderen Charakter. Ob du darauf stolz sein kannst, das musst du selber entscheiden. Du behandelst deine Freunde in einer Art und Weise, die ist nicht fair. Du verbreitest Sachen, von denen du weißt, dass die nicht richtig sind. Die Probleme, von denen du meinst, dass sie da sind, denk mal darüber nach, ob sie vielleicht an dir liegen könnten. Ja, ich bin bewusst, ich denke viel darüber nach, was haben wir Leuten getan, was haben wir unseren Freunden getan, dass sie heute so sind. Ich komme zu einem einfachen Ergebnis. Es waren keine Freunde. Und den moralischen Anspruch, den du für dich reklamierst, das, was du meinst, vertreten zu wollen, das, was du meinst, Gutes zu tun, das ist charakterlich wirklich verwerflich. Und was ich an dir persönlich wirklich abwertend niederträchtig finde, und da geht's darum, ich habe dich für eine starke Frau gehalten, für eine richtig starke, integre Frau. Das Statement, was du setzt mit der Disqualifikation der Moral, das sucht seinesgleichen. Ne? Ich spreche für die Leute, die immer noch zu mir halten, die mich unterstützen. Deine ehemaligen Freunde, deine,
wie du meinst, heutigen Feinde. Niemand hat dir was Böses getan, außer du selbst. Und die Lösung ist in dir und nicht in mir.